Hey Leute, ich bin's Conny und heute gibt's mal wieder ein Roblox Studio Tutorial. Ihr habt unter den letzten Videos sehr viel kommentiert, was ich alles zeigen soll. Die meisten Kommentare sind aber ziemlich umfangreich, wie man ein eigenes Hatching-System codet, wie man Clicker-Simulator codet. Das sind dann schon ganze Systeme bis hin zu ganze Spiele, die ihr haben möchtet. Ich kann in so einem Video immer nur eine Kleinigkeit, ein einzelnes Modul, ein Feature zeigen, weil das alles andere würde den Rahmen sprengen. Jemand hat gefragt, ob ich zeigen kann, wie man denn das Leaderboard speichert. Hier oben rechts seht ihr ja, da steht mein Name und in manchen Roblox-Spielen kennt ihr das, neben dem Namen stehen dann auch noch irgendwelche Statistiken. Das sind die Leader-Stats und die kann man natürlich hier im Spiel einfach so haben. Ich kann zum Beispiel hier in Players reingehen, hier habe ich Roblox Conny und füge hier einfach einen Ordner hinzu. Den Ordner, den nenne ich dann einfach Leader-Stats und in den Ordner packe ich jetzt ein Value rein, zum Beispiel Int Value. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt ein Value hinzugefügt und genauso erstellt man halt in Roblox-Spielen die Leader-Stats. Aber wenn man aus dem Spiel rausgeht und wieder reingeht, dann ist natürlich alles wieder weg. Oder wenn man hier zum Beispiel den Wert höher stellen würde, auf einmal hat man 100 Geld, rausgeht, reingeht, dann hat man auf einmal wieder 0. Warum? Weil die Daten nicht gespeichert werden. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie man erstens so eine Leader-Stats in dem Spiel hinzufügt, dass die immer kommen. Und zweitens, wie man die Werte speichert. Wie man Werte speichert, darüber kann man ein ganzes Video machen. Wenn ihr dazu ein ausführliches Video haben wollt, wie Data Stores funktionieren, dann schreibt es mir in die Kommentare. In dem Video werden wir was anderes machen. Wir machen Gebrauch von diesem Modul, das heißt Profile Service. Das ist ein großartiges Modul, mit dem man Data Stores viel einfacher managen kann. Ich habe es jetzt schon in Besitz gebracht. Alles, was ihr machen müsst, ist auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Das ist diese Seite hier. Dann klickt ihr hier rauf auf Erwerben, keine Ahnung, Claimen. Ich weiß gar nicht genau, was da steht. Einfach, dass ihr es in euren Besitz bringt. Wenn ihr es in Besitz habt, perfekt. Der zweite Link in der Videobeschreibung ist diese Documentary-Page. Hier wird alles beschrieben, was man wissen muss über Profile Service. Und interessant, hier ist ein Tutorial, Setting Up. Hier steht drin, was man so machen muss. Basic Usage. Und hier ist einfach schon Code und den werden wir uns jetzt einfach mal grabben, weil ich gehe nicht genauer darauf ein, was wir hier jetzt alles coden. Wir nehmen uns das einfach mal alles. Also dann in Studio geht ihr einfach in die Toolbox, geht hier oben auf die zweite Seite für meine Modelle. Hier habt ihr dann den Profile Service drin, den klicke ich einmal an. Dann landet der in meinem Workspace. Ich will den aber nicht im Workspace haben, das ist ganz wichtig. Profile Service oder immer wenn ihr mit Daten arbeitet, dann macht ihr das auf dem Server. Es darf nicht im Workspace sein, es darf auf gar keinen Fall in Replicated Storage sein. Es muss im Server Script Service sein. Manche packen es auch in Server Storage rein, ist in Ordnung. Aber nur in diesen beiden Instanzen. Woanders solltet ihr das nicht reinpacken. Was wir jetzt noch machen, wir fügen ein weiteres Script hinzu. Um genau zu sein, fügen wir ein Module Script hinzu. Dieses Module Script nennen wir jetzt einfach mal Datenmanager. Und da packen wir den Profile Service rein. Dass wir jetzt diese Konstellation haben. Server Script Service, Datenmanager, Profile Service. Im Datenmanager haben wir jetzt den Spaß hier drin. Den nehme ich mal kurz raus und paste einfach mal alles, was auf dieser Seite hier steht. Paste das hier alles einfach mal da rein. Und dann haben wir Profile Service schon mal aufgesetzt. Wichtig ist jetzt erstmal Profile Template. Das hier werden wir bearbeiten, weil hier stehen dann die Dinge drin, die wir speichern werden. Und ich werde mich auch ziemlich an dieses Template halten. Hier haben wir einmal Cash. Cash benenne ich jetzt einfach mal um in Geld. Einfach nur, damit es auf Deutsch ist. Wir können meinetwegen Items bleiben. Und Login Times nennen wir zum Beispiel Gems. Oder meinetwegen Diamanten. So, jetzt haben wir Geld, Diamanten und Items, die gespeichert werden für jeden Spieler. Dann haben wir, der Profile Service wird gegettet. Hier müssen wir noch etwas ändern. Und zwar, Profile Service liegt nicht im Server Script Service, sondern in unserem Script drin. Das heißt, wir schreiben hier einfach Script.Profile Service, dann wird es auch gefunden. Und hier gibt es dann noch den Profile Store, den wir laden. Den könnt ihr auch umbenennen, zum Beispiel Leader Stats. Wir speichern da die Leader Stats. Nennen wir es einfach mal so. Ihr könnt den so nennen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, dass ihr diesen Namen danach nie wieder ändert. Weil wenn ihr den ändert, dann werden andere Daten geladen. Beziehungsweise die alten Daten werden nicht mehr geladen. So, jetzt sind hier Funktionen drin wie Give Cash. Das hier lösche ich raus, brauchen wir nicht. Dann haben wir Do Something with a Loaded Profile. Was macht er denn hier? Give Cash, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das könnt ihr rauslöschen. Ja, hier ist an sich schon alles drin, was wir brauchen, was wir jetzt noch machen werden. Wir packen das, was wir am Anfang gelöscht haben, hier oben nochmal hin. Schreiben wir Local, dann Datenmanager und dann schreiben wir Ist gleich. Und dann machen wir diese geschwungenen Klammern, die sagen, dass das eine Tabelle ist, ein Table ist halt. Dann kopieren wir uns den Datenmanager, gehen nach ganz unten am Script muss dann stehen. Return und dann Datenmanager. Was ich gerade sehe, was wir nicht haben, ist eine Funktion, um die Daten rauszuhauen. Deswegen hauen wir doch noch eine Funktion rein. Also schreiben wir hier einfach mal Function, gib Daten. Dann drücken wir hier einfach mal Enter, dann kommt so ein End. Als allererstes versuchen wir das Spielerprofil zu getten. Also schreiben wir Local, Spieler, Daten. Schreiben wir einfach mal sind gleich. Dann haben wir hier oben stehen Profiles. Machen hier eckige Klammern und schreiben da rein Spieler. Dann sagen wir if not Spielerdaten, then meinetwegen waren keine Spielerdaten, lol, return false. Jetzt haben wir hier geschrieben, falls wir keine Spielerdaten haben,
kommt ein Warn zurück, funktioniert nicht. Und falls wir doch die Spielerdaten haben, dann sagen wir Return Spielerdaten. Wunderbar. So simpler können wir es gar nicht machen. Und jetzt ist das Modul hier fertig und nutzbar für alles Mögliche. Jetzt möchte man noch eine Funktion haben, um den Spielern, wenn sie in das Spiel reinkommen, die Leader-Stats zu geben. Wir wollen ja, dass die Spieler ihr Geld sehen können und ihre Diamanten sehen können. Jetzt gucke ich hier nochmal rein. Spieler Edit, dann läuft hier alles Mögliche durch. Bla, 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 bla. Wenn Spieler beitritt und alles funktioniert, dann wird die Funktion Do Something with a Loaded Profile gestartet. Hier wird einfach nur, hier werden die Login-Times hochgepackt. Das können wir raushauen, gibt es nämlich nicht. Das hier können wir auch wegnehmen. Wir machen was ganz anderes mit dem geladenen Profil. Und zwar erstmal schreiben wir local ls ist gleich instance.new. Dann schreiben wir Folder und Player. Jetzt haben wir einen neuen Folder zum Spieler hinzugefügt. Den Folder müssen wir jetzt noch umbenennen. Deswegen schreibe ich hier ls.name ist gleich leaderstats. Das ist ganz wichtig, dass der Leaderstats heißt, weil sonst funktioniert es nicht. So funktioniert einfach nur Roblox. Und dann fügen wir zu den Leaderstats natürlich jetzt noch Werte hinzu, die uns ja interessieren. Und wo kriegen wir diese Werte her? Wir hauen neue Values rein. Das heißt, wir schreiben jetzt erstmal local Geld ist gleich instance.new intValue, ls. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen intValue zu den Leaderstats hinzugefügt, was intValues sind, was instance new ist und so. Erkläre ich euch in dem Video nicht. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde bestimmt nochmal ein Coding-Tutorial-Video dazu machen, wenn ich die Zeit dafür habe. Jetzt machen wir einfach mal das, was ich sage. Schreiben wir hier noch Geld.name ist gleich Geld und Geld.value ist gleich. Und jetzt haben wir hier das Profile und dann nehmen wir uns die Values raus. Profile.data. So funktioniert Profile-Service, dass die Sachen in Data gespeichert sind. Punkt Geld. Dasselbe wollen wir jetzt noch mit den Gems machen. Das heißt, wir nehmen diese drei Zeilen Code hier, gehen hier runter, kopieren die, fügen die ein und ersetzen dann Geld durch Diamanten. Nehmen das Diamanten, packen es hier rein, packen es hier rein und packen es hier rein. Und nun haben wir schon mal unser Profil aufgesetzt. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, jeder Spieler startet mit 10 Geld und 100 Diamanten, meinetwegen. Man kann es auch ganz anders machen. Und jetzt kommt eine wichtige Sache, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann, müsst ihr jetzt hier oben, falls ihr es noch nicht getan habt, auf Game Settings gehen, dann auf Security und Enable Studio Access for API Services anmachen. Das muss an sein, weil sonst funktioniert es nicht, dass ihr in diesem Studio überhaupt die Daten speichern könnt. Weil alles, was wir jetzt machen, wird tatsächlich gespeichert in die Datenbank. Jetzt braucht man noch irgendwas, um mit den Daten zu arbeiten. Ich füge jetzt erstmal testweise einfach nur ein Script hier hinzu, das dann sagt require script .parent.datenmanager. Dann wird das Modul-Script auch ausgeführt. Braucht ihr nicht machen. Ich mache das jetzt nur einmal, damit ich euch diesen Zwischentest zeigen kann. So, das Spiel wird gestartet. Ihr seht hier unten Profile Service. Roblox API Service is available. Data will be saved. Die Daten werden gespeichert. Profile Service funktioniert wunderbar. Wir haben keinen Fehler in der Konsole. Und hier oben rechts sehen wir Geld 100. Was sehen wir nicht? Richtig, wir sehen keine Diamonds. Gucken wir mal in Players und Roblox Conny. Dann haben wir Leader Stats und hier haben wir zweimal Geld. Warum? Wir haben einen Fehler gemacht. Wir gehen zurück in den Script und wir sehen, ich habe vergessen, hier Diamanten reinzusetzen. Pfiffige Leute unter euch werden es schon gesehen haben und es vielleicht in die Kommentare geschrieben haben. Hier muss auch Diamanten stehen. Jetzt drücke ich nochmal auf Play und tada, jetzt habe ich 10 Geld und 100 Diamanten. Alles ist richtig. Jetzt gibt es aber immer noch ein paar Probleme, die euch aufkommen werden und die werden wir jetzt einfach mal facen. Wir werden erstmal die Probleme erschaffen und dann werden wir die Probleme lösen. So, um mit den Leaderstats zu arbeiten, brauchen wir ja irgendwas. Zum Beispiel füge ich jetzt hier mal so ein Part hinzu. So, wir machen den ganz hübsch. So, das hier ist so eine Schaltfläche. Dann kommt hier noch einer rein. So, und den mittleren, den machen wir einfach mal rot. Jetzt haben wir hier einen Knopf. Die beiden Parts packe ich zusammen in ein Model. Das Ganze nennen wir einfach mal Knopf. Oder wir nennen das einfach mal Geldknopf. Und in dieses rote Teil drücke ich hier auf das Plus und füge ein Klickdetektor hinzu, der ist immer wunderbar, um Sachen zu testen oder halt meinetwegen, wenn ihr damit auch Spiele spielen wollt. Und in diesen Klickdetektor packen wir jetzt noch ein Script rein. So, hier steht dann wieder Hello World, das löschen wir weg, weil das brauchen wir jetzt nicht. Was mir dann auch noch einfällt, wir haben jetzt eine private Funktion gemacht für GibDaten, das macht gar keinen Sinn. Ich gehe jetzt hier nochmal hoch, wir müssen eine öffentliche Funktion machen für GibDaten. Ihr schreibt jetzt hier einfach vor, das GibDaten, Datenmanager, Doppelpunkt und jetzt ist es eine öffentliche Funktion, die man auch callen kann. Ihr erinnert euch an dieses Script hier, das werde ich jetzt erstmal löschen. Wie gesagt, das war nur temporär, das kommt erstmal weg. So, und jetzt, wo das weg ist, gehen wir wieder in den Script rein, der im Knopf ist. So, als allererstes müssen wir jetzt auf unseren Datenmanager zugreifen. Dafür sagen wir einfach mal local Datenmanager ist gleich game.serverscriptservice.datenmanager. Und den müssen wir dann auch requiren. Also kopieren wir das Ganze, schreiben dann require. Und in diese Klammern schreiben wir das Ganze hier rein. Der Datenmanager wird required. Jetzt fügen wir eine Funktion hinzu, um zum Beispiel Geld zu geben, wenn auf das Ding raufgeklickt wird. Das heißt, wir sagen jetzt script.parent.mausklick. Doppelpunkt.
Connect Function, diese Funktion nimmt jetzt den Spieler rein. Drücken hier auf Enter und dann haben wir hier das alles. Wenn auf den Knopf raufgeklickt wird von einem Spieler, wird diese Funktion ausgeführt. Und als allererstes holen wir uns das Profil. Dafür sagen wir Local Daten sind gleich Datenmanager Doppelpunkt. Gibt Daten, es steht hier schon. Roblox ist so schlau, die wissen einfach, was da drin ist. Und dann fügen wir den Spieler hinzu. Und jetzt müssen wir die Daten noch erhöhen. Das heißt, wir sagen jetzt sowas wie Daten.data. Klingt komisch, ist aber so, weil die Daten sind ja gespeichert in der Tabelle. In der Tabelle gibt es einen Ordner, der heißt Data. Und in dem Ordner Data ist das, was wir hier gespeichert haben. Das heißt, Daten.data.geld plus ist gleich 1. Bedeutet, jedes Mal, wenn wir raufklicken, wird das 1 mehr. Und damit wir das einfach mal prüfen, schreiben wir einfach mal print daten.data.geld. Und einmal hier vor daten.data.geld. Einfach nur, damit ihr seht, dass auch was passiert. Natürlich mit einem Print-Statement. So, ich drücke auf Play und erstmal funktioniert alles. Profile Service wird required. Wir haben hier unseren Knopf. Ich merke gerade, wir haben den nicht geankert, oder? Ich weiß es nicht. Ich klicke hier rauf. Wenn ihr seht, wenn ein Klickdetektor in einem Block drin ist, kommt hier dieser Mauszeiger, der indiziert, dass man raufklicken kann. Ich klicke einmal rauf. Klick. Und hier steht jetzt 10 und 11. Klick. 11 und 12. Es geht hoch. Aber was geht nicht hoch? Hier oben. Unser Leaderboard geht nicht hoch. Und warum? Weil unser Leaderboard nicht synchronisiert ist mit den tatsächlichen Daten. Wenn ich jetzt aus dem Spiel hier rausgehe, ich stoppe das Spiel und gehe wieder rein in das Spiel, dann seht ihr, unsere Daten wurden gespeichert. Ich habe jetzt 12 Geld und 100 Diamanten. 100 Diamanten sind gleich geblieben, aber wir haben ja zweimal geklickt, also haben wir 2 Geld mehr. Das heißt insgesamt 12. Das hat funktioniert. Das wird nur nicht aktualisiert, wenn wir darauf drücken. Deswegen müssen wir jetzt eine Funktion machen, die auch noch die Daten auf dem Leaderboard updatet. Entweder wir gehen jetzt hier rein und sagen, jedes Mal, wenn wir die Daten aktualisieren, Spieler.leaderstats.geld.value ist gleich Daten.data.geld. Können wir machen. Ist mir aber zu anstrengend, wenn man das nämlich mehrfach im Spiel macht. Stattdessen hauen wir etwas ein bisschen Nerviges einfach mal rein, damit wir es hinter uns bringen. Wir gehen wieder in den Datenmanager, gehen dann zu der Funktion, die uns die Leaderstats gibt. Und hauen hier jetzt eine Coroutine rein. Coroutine.wrap Function. Auch mal nichts reinpacken. Und hier sagen wir jetzt while task.wait do. Das bedeutet die ganze Zeit. Alles, was wir hier reinschreiben, wird die ganze Zeit jetzt wiederholt. Deswegen solche Sachen mit Vorsicht genießen. Je mehr solche while true do Schleifen ihr habt, desto unperformanter wird euer Spiel. Und jetzt sagen wir einfach mal geld.value ist gleich profile.data.geld und diamanten.value ist gleich profile.data.diamant. Jetzt wird jeden Tick, jedes Mal, wenn Roblox irgendwas rechnet, wird der Wert von den Leaderstats aktualisiert auf den Wert, der in den Profildaten drin steht. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, dass es auch wirklich ausgeführt wird, ist diesen Coroutine ausführen. Und wir führen den einfach aus, indem wir hier nochmal Klammer auf, Klammer zu dahinter schreiben. Klingt komisch, ist aber so. Das ist alles logisch, macht alles Sinn, wenn ihr erstmal ein bisschen gecodet habt. So, wir starten rein in das Spiel. Ich habe 15 Geld und 100 Diamanten, weil ich ja insgesamt jetzt schon 5 Mal hier raufgeklickt habe. Ich drücke nochmal rauf, bam, bam, bam. Es geht unten in der Konsole wird es mehr und oben in den Leaderstats wird es auch mehr. Wenn ich schneller klicke, wird es schneller mehr. Wenn ich langsamer klicke, wird es langsamer mehr. Also es wird wirklich live upgedatet. Sobald ich raufdrücke, werden meine Daten erhöht und in den Leaderstats wird live angezeigt. Ich drücke jetzt mal auf Stopp und mache dasselbe nochmal für die Diamanten. Dafür gehe ich einfach hier hin, nimm dieses ganze Ding hier. Ich anker das auch einfach mal. Habe ich nämlich vorhin vergessen. Drück STRG D, schieb das hier rüber. Meinetwegen ändere ich noch die Farbe von dem Knopf zu einem schönen Blau für Diamanten und benenne den dann um in Dia-Knopf. Gehe dann wieder in den Part hier rein, in den Klickdetektor und in den Script und muss das hier ändern. Eigentlich die Prints, die nehme ich raus, die sind nervig. So, die sind ja nur zum Testen da. Und wir ändern jetzt einfach das Geld hier zu Diamanten. So, dasselbe machen wir in dem Script. Da nehmen wir auch die Prints raus, weil die nerven mich. Wir wissen ja jetzt, dass es funktioniert. Wir können die Scripts hier schließen, können den Datenmanager schließen. Drücken wieder auf Play. Und ich klicke hier rauf, kriege einen Diamanten mehr. Ich klicke hier rauf und kriege Geld mehr. Und so haben wir uns jetzt ein Spiel erstellt, in dem wir auf Knöpfe drücken können. Wenn wir auf die Knöpfe drücken, kriegen wir mehr Geld und mehr Diamanten. Und die Diamanten werden gespeichert. Wenn wir in ein anderes Spiel reingehen, bleibt das Geld einfach da. Und das war super einfach, dank Profile Service. Und natürlich könnte man diese Scripts ja alle nochmal tausendfach verbessern. Hier könnte man zum Beispiel ein Cache hinzufügen. Zum Beispiel Cache ein Table hinzufügen. Dann sagen wir if Cache Spieler, then return, end. Und else sagen wir cache.spieler ist gleich true. Dann hauen wir das hier rein und sagen dann zum Beispiel sowas wie wait 5 Sekunden. Und dann sagen wir wieder cache.spieler ist gleich nil. Und schon haben wir einen Debounce hinzugefügt, der einfach nur sagt,
Yo, der Spieler kann nur alle 5 Sekunden einmal raufklicken. Wir können auch sagen, yo, aber wenn man raufklickt, kriegt man dafür 10 Cash dazu. Also 10 Geld dazu. Man könnte den Debounce ja auch noch ein bisschen schöner machen, indem man hier vorne eine Coroutine hinzufügt, die sicherstellt, dass falls dieser Code hier irgendwo erroren sollte, dass trotzdem ausgeführt wird. Zum Beispiel Coroutine Function, Cash Spieler, Rate 5 und dann Cash Nil. Dann natürlich hier nochmal die 2 Klammern. Und das hier ist dann unser Debounce, der dafür sorgt, dass die Spieler alle 5 Sekunden raufklicken können und selbst wenn hier ein Fehler drin ist, würde der Debounce trotzdem funktionieren und nicht alles erroren. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Code zu verbessern. Ich habe es euch jetzt erstmal grob gezeigt. Ich werde auch dieses Script hier, das wir hier haben, den Datenmanager, einfach mal in die Videobeschreibung packen, damit ihr die da einfach rauskopieren könnt, weil das ist ja jetzt doch schon eine Menge, die ich dran geändert habe. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so viel hier dran ändere. Ich dachte, ich nehme das einfach so, wie es ist und füge eine Funktion hinzu. War nicht so. Tut mir leid. Dafür könnt ihr es jetzt einfach aus der Videobeschreibung kopieren. Und das Tutorial-Game, das ist natürlich nicht gepublished, aber ich als Entwickler kann da natürlich schon noch reingehen und euch zeigen, dass das dann auch in Roblox funktioniert. So, wenn wir jetzt hier sind, sind wir in dem Spiel drin und wir sehen, hier sind weder Schwerter, noch sind hier die Leader-Stats. Wir haben nur dieses eine Schwert aus dem Tutorial am Anfang. Es scheint so, als wäre das Spiel hier auf dem Stand von unserem allerersten Tutorial. Und ja, das ist auch so, weil ich nie auf Publish gedrückt habe. Das zeige ich euch jetzt auch einmal schnell. Wenn ihr wollt, dass euer Spiel dann öffentlich geht und alles, was ihr im Studio geändert habt, auch im Spiel drin ist, drückt hier oben links auf File und dann auf Publish to Roblox. Dann steht hier unten, was published successfully. Und wenn ich jetzt nochmal in das Spiel hier reingehe, dann sind auch alle Änderungen drin. Ich habe 109 Diamanten, 80 Geld. Wenn ich jetzt hier einmal raufklicke, kriege ich 10 Geld dazu, weil ich das ja dazu gecodet habe. Jetzt habe ich 90 Geld. Jetzt kann ich nicht raufklicken. Ich klicke die ganze Zeit. Ich klicke. Die Coden hat Geld. Es geht nur alle 5 Sekunden, dass ich klicke. Ja, hier habe ich es aber nicht gemacht. Hier kann ich die ganze Zeit klicken und das Geld geht hoch, immer um 1. Genauso wie ich es gecodet habe, wenn ich F9 drücke. Wenn ihr übrigens ein Spiel entwickelt habt und in dem Spiel dann F9 drückt, dann kommt diese Konsole und ihr könnt ihr auf Server umwechseln. Und dann seht ihr das, was der Server ausprinten würde. Ich habe die Printsets aber weggemacht, weil die mich nerven. Und hier steht übrigens auch nicht Profile Service, Daten werden gespeichert. Weil das ist ein Print, den Profile Service nur raushaut, wenn es merkt, dass es im Studio gestartet wird. Hier sind wir jetzt im richtigen Roblox-Spiel drin. Wir haben hier die Schwerter, die wir gemacht haben. Die können wir auch in Roblox verwenden. Wir haben auch dieses Schwert, das wir auch in Roblox verwenden können. Oder das hier. Und wie schon gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!